Klare Ansage zum Saisonstart. Die Wasserfreundinnen Spandau 04 besiegen die Damen vom SV Bayer Uerdingen 08 mit 23:6 im Supercup und demonstrieren eindrucksvoll ihre Ambitionen für die neue Spielzeit. Es war wirklich gut. Wir haben in der letzten Woche oder eigentlich die ganze Zeit sehr hart gearbeitet. Daher ist es schön, endlich zu sehen, dass sich unsere ganze harte Arbeit auszahlt. Bei den Spandauerinnen herrscht große Freude über die Verstärkung aus Neuseeland, den USA und Ungarn. Dagegen ist die Stimmung bei den Gästen gedrückt, da es das letzte Spiel für den Trainer Georgios Triantafylou ist. Trotz des Wunsches, alles zu geben, bremst eine kräftezehrende Vorbereitung durch Krankheit die Damen aus. Schnell wird klar, dass Spandau das Spiel dominiert. Mit einem 4-0-Lauf starten die Berlinerinnen furios. Uerdingen nutzt jedoch kurze Unstimmigkeiten der Wasserfreundinnen und erzielt 2 schnelle Tore durch Sophie Grohmann. Doch Caitlin Howard und Elena Ludwig setzen mit präzisen Pässen und cleveren Kombinationen zum Gegenschlag an und bauen den Vorsprung für die Gastgeberinnen zur Halbzeit auf 9:3 aus. Sie haben viele großartige Spieler, gute Ausländer. Wir haben ein junges Team, welches von ihnen lernen kann und es ist eine sehr gute Erfahrung für uns. In der zweiten Halbzeit setzen die Berlinerinnen ihren energischen Spielstil mit Entschlossenheit fort. Während die Uerdingerinnen sich bemühen, den Rückstand zu verkürzen, fällt es ihnen schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Auf Seiten von Marco Stamms Team sieht die Situation jedoch ganz anders aus. Die Tore von Emma Koch, unterstützt durch präzise Zuspiele ihrer Teamkameradinnen, verleihen dem Spiel zusätzlichen Schwung. So wächst der Vorsprung der Wasserfreundinnen kontinuierlich und erreicht schnell die Marke von 23:6, die auch das Endergebnis des Supercups darstellt. Es war sehr gut, die Stimmung war gut im Team, wir haben uns angefeuert die ganze Zeit und wir haben immer nach vorne gepusht und das war gut für uns. Mit dem ersten Titel in der Tasche sind die Spandauerinnen fest entschlossen, noch mehr Erfolge zu feiern und ihre Dominanz national sowie international unter Beweis zu stellen.